Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Heute fahren wir mal die U-Bahn und zwar in Frankfurt. Und würde sagen, wir rüsten hier mal soweit unseren Zug auf. Zack, Batterie ein, öffnen wir mal die Türen. Hauptschalter ein, Pantograph heben. Fahrgastbeleuchtung ein. Das machen wir soweit ein. Öffnen wir die Türen. So, dann so, oh sorry, scheiße, Mist. Die Tür wieder zu. Natürlich müssen wir erstmal zum Bahnhof fahren. So, machen wir das doch mal. Ach, was ist denn? Ach so, ja, sorry. Ach, jetzt bin ich total raus hier. So, habe ich denn jetzt die Bremse angezogen hier? Ach Leute, ey, das ist doch... Was ist denn hier los? Ah, endlich. So, sorry, ich bin, wie gesagt, ich spiele das allererste Mal jetzt. Und muss mich da selber erstmal mit zurechtfinden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, öffnen die Türen. Schauen uns das Ganze mal von draußen an. So natürlich. Sind die Türen auch offen? Wunderbar. Wunderschön. So, Türen schließen. Auf geht's! Nächste Station, Bonames. Schön. Ist einfach mal was ganz was anderes.
Ups, ups, ups. So, sind wir auch gleich da? So, herzlich willkommen in Bonames. Na schön. So, wir schließen die Türen. Und auf geht's. Nächste Station, Kalbach. Kommt uns schon ein Zug entgegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, wie ich da eingehen muss. So, nächste Station Riedberg. Passagieransicht ist leider nicht möglich. Jetzt geht's hier rechts ab. Eieieiei. Also wenn ihr wisst, wie ich das mit dem Zugzielanzeiger mache, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich weiß es leider im Moment überhaupt noch nicht. Kirchenglocken läuten hier, wunderbar.
So, da wären wir in Riedberg. So, schließen die Türen. Auf geht's. Nächste Station, Unicampus. Eieieiei. Ein bisschen schnell. Beschleunigt aber auch. Wahnsinn. Also die ist echt fix dabei, du. Oh, Dreifachtraktion, auch nicht schlecht. Ziel weiß ich nicht, was ich da nehmen muss. Keine Ahnung, ich nicht. So, auf geht's. Keine Chance. So, dann geht's jetzt gleich in den Untergrund. Glaube ich zumindest. Noch nicht, aber ich denke, es wird noch kommen. Und erstmal die Station Niederursel. So, zack. Naja, lassen wir das. Es bringt nichts. So, nächste Station, Wiesenau.
Was hier so, kann man nicht wirklich erkennen. So sieht es also hier drin aus. Die Karte. Im U-Bahn-Netz. So, aber wir haben jetzt hier Ausfahrt. Und zwar zum Südbahnhof. Zugschild achten. Naja, bei mir jetzt unbedingt nicht unbedingt nötig. Möglich. Aber naja, ich werd mich da schon reinfuchsen und dann hoffentlich beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Wie gesagt, das ist auch für mich das erste Mal, dass ich jetzt U-Bahn Frankfurt spiele. Also seid bitte nachsichtig mit mir. So, wir kommen so ein bisschen ins Industriegebiet, habe ich das Gefühl. So, und da fahren wir dann gleich in den Untergrund. Dann haben wir noch Nordwestzentrum, Römerstadt, Nidderpark und Ginnheim. So viel ist es dann gar nicht mehr. Dann haben wir unsere Premierenfahrt mit dieser U-Bahn hinter uns. Um Gottes Willen, erstmal die Türen schließen. So. Wunderschön, wunderschön. Wie gesagt, das ist doch alles ein ganz anderes Fahren als normalen Zug. Das ist wirklich alles ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß, wenn man sich mit den ganzen Funktionen hier auskennen würde. Aber das kommt wie gesagt alles nach und nach, werde ich mir das mal aneignen. So, nächste Station, Römerstadt. So, da wären wir schon. Haben wir jetzt noch Nidderpark und Ginnheim, das Ende unserer Fahrt. So, 70 dürfen wir.
Im Übrigen, wer dieses Spiel auch oder dieses DLC auch haben möchte und gerne U-Bahn fahren möchte, das gibt es im Moment im Sale bei Steam. Um 40% billiger, statt 35 Euro jetzt 20,99. Ist noch begrenzt jetzt noch für 29 Stunden. Also wer das vergünstigt haben möchte, sollte da zugreifen. Wie gesagt, bei Steam im Sale 40% billiger, statt 34,99 jetzt nur 20,99. Zeitlich begrenzt für nur noch 29 Stunden. Also ab diesem Moment, wo ich dieses Video hier aufnehme. Natürlich, wenn ihr das Video um so einiges später guckt, natürlich dann nur noch ein um die Stunden natürlich weniger. Aber wie gesagt, im Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, 13.11.2022, 14.50 Uhr, sind es noch genau 29 Stunden. Im Sale bei Steam. 40% günstiger statt 34,99 für nur 20,99. So, auf geht's zur letzten Station, Ginnheim. So, da wären wir. So. Das war's dann erstmal. Mit diesem Szenario und auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt sauber, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Das war jetzt mal so eine kurze Reinschnupperfahrt. Ich werde mich da nur so ein bisschen reinfuchsen. Vor allem, wie das hier mit dem Anzeiger funktioniert. Warum wir ganz am Anfang X hatten, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Naja, ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr schon Ahnung habt mit diesem DLC. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Habt Spaß. Bleibt sauber, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.